Guten Abend, schön, dass Sie dabei sind. Ja, das ist ziemlich heftig, was gerade bei uns im Saarland passiert. Offenbar tobt da ein Bandenkrieg unter verfeindeten Rockern. Gestern gab es deshalb eine Großrazzia, unter anderem in Saarbrücken. Wer hinter diesen Banden steckt, darum geht's gleich bei uns. Außerdem Großbrand in Rilchingen-Hannweiler. Am Morgen stand dort eine Firmenhalle in Flammen. Und wir gehen raus in den Garten. Wie pflegt man Hortensien am besten? Antworten dazu gleich im aktuellen Bericht. Großrazzia in Saarbrücken. Bandenkrieg eskaliert. Solche Schlagzeilen, die kennt man sonst eher aus Städten wie Frankfurt oder Berlin. Jetzt ist dieses Problem aber auch bei uns im Saarland angekommen. Zwei verfeindete Rockerbanden beschäftigen die Polizei. Am Montagabend waren in Duttweiler wohl Schüsse gefallen. Dienstagabend war eine Handgranate in einem Saarbrücker Café explodiert. Mittlerweile gibt es eine Sonderermittlungsgruppe. Martin Brinkmann fasst die Ereignisse zusammen. Es handelt sich wohl um Auseinandersetzungen zwischen zwei rivalisierenden Rockergruppen. Der türkischen Osmanen-Germania-Gang und der kurdischen Gang Bahus, übersetzt Sturm. In der Nacht zum Mittwoch hatten mutmaßliche Mitglieder der Osmanen-Gruppe eine Handgranate vor dieser Shisha-Bar in Saarbrücken gezündet. Am Abend zuvor war ebenfalls in der Saarbrücker Innenstadt ein Mitglied derselben Gang von 11 Männern der Bahus-Gang angegriffen worden. Schon am Montag war in Duttweiler auf dem Dudo-Platz ein anderes Osmanen-Gang-Mitglied verletzt worden. Dabei sollen auch Schüsse gefallen sein. In der Folge hat die Polizei mehrere Razzien durchgeführt. Am Mittwoch durchsuchte die Polizei mit einem Großaufgebot 10 Wohn- und Geschäftsadressen. Beschlagnahmt wurden größere Mengen an Waffen, Datenträgern und Drogen. 170 Beamte waren im Einsatz. Ein 33-Jähriger wurde festgenommen, nach weiteren Verdächtigen wird gefahndet. Zwei flüchtige mutmaßliche Mitglieder der Osmanen-Gang sollen Beweismaterial im Bereich des Duttweiler Schulzentrums weggeworfen haben. Danach hat die Hundestaffel der Polizei heute noch gesucht. Und bei mir im Studio ist jetzt Hans-Peter Pauli, Leiter der Auswerte- und Analysedienststelle im Landespolizeipräsidium. Guten Abend, Herr Pauli. Schönen guten Abend. Herr Pauli, was sind denn das für Banden, mit denen wir es da jetzt zu tun haben? Es sind Gruppierungen, die uns erst seit jüngster Zeit im Saarland bekannt geworden sind. Das sind rockerähnliche Gruppierungen. Ist allgemein bekannt in der Öffentlichkeit, sind ja die großen Rockerbanden, Hells Angels, Bandidos beispielsweise. Aber hier hat man es mit rockerähnlichen Gruppierungen zu tun. Es sind ja nun zwei Banden. Die einen scheinen ja vor allem aus Kurden zu bestehen, die anderen aus Türken. Heißt das, das sind auch politische Konflikte, die da ausgetragen werden? Wie schon gesagt, die Banden sind uns erst seit jüngster Zeit bekannt. Wir haben noch keine Anhaltspunkte dafür, dass es tatsächlich einen religiösen oder einen politischen Krieg zwischen den Banden entstanden ist. Aber möglich ist das sehr wohl, wenn man sich im Internet den Auftritt der einen Gruppierung ansieht. Die bezeichnen sich ja als antirassistisch und antifaschistisches Projekt. Da meinen Sie diese Bahus-Gruppe? Diese Bahus, genau. Genau. Jetzt hat man ja aus anderen Städten durchaus Erfahrung mit solchen Rockerkriegen. Also da denkt man an Frankfurt oder Berlin. Im Saarland ist es doch relativ neu jetzt mit diesen Gruppen, oder? Ja, das stimmt. Wir hatten also bisher auch mit den Rockergruppierungen, die im Saarland bekannt geworden sind oder die im Saarland auch ansässig sind, bis heute Gott sei Dank noch keine Probleme. Aber diese Auseinandersetzung hier im Saarland ist wirklich ein ganz neues Phänomen, dem wir in den letzten beiden Tagen, das hat ja Ihr Vorspann gezeigt, in den letzten beiden Tagen mit starkem Polizeiaufgebot versucht haben, entgegenzuwirken. Kann man sich das erklären, warum jetzt auf einmal dieser Konflikt so hochkommt? Da sind wir, wie gesagt, noch ganz dicht am Ermitteln. Wir stecken noch praktisch in den Kinderschuhen der Ermittlungen. Wir wussten auch bis Anfang Juli überhaupt gar nicht, dass es eine Gruppierung der Bahus gibt. Und warum das jetzt so ist, welches die Motivationslage gerade jetzt für diese Auseinandersetzung der letzten beiden Tage waren, da tappen wir noch ein bisschen im Dunkeln. Wie gehen Sie dann da eigentlich vor jetzt bei der Polizei? Also wenn es da jetzt so ein neues Phänomen gibt, mit dem man noch nicht viel zu tun gehabt hat, wie versucht man sich dann da reinzuarbeiten? Ja, wir betreiben gerade mit meiner Dienststelle, meine Mitarbeiter betreiben tagtäglich Internetauswertung. Wir stehen in ständigem Kontakt. Ein Mitarbeiter meiner Dienststelle ist für das Saarland der zuständige Rocker-Sachbearbeiter. Und der steht ständig in Kontakt auch mit den anderen Bundesländern, mit den Ländern wie Berlin und Frankfurt, sodass man da also schon auf Ballhöhe ist. Jetzt wurden wir natürlich überrascht, dass es auch im Saarland in Anführungszeichen losgeht mit dem sogenannten Bandenkrieg oder Rockerkrieg. Man weiß jetzt noch nicht so viel über die Banden, aber es steht ja fest, dass die schon durchaus gefährlich zu sein scheinen, oder? Wie gefährlich sind die denn? Ja, wenn man die Ereignisse der letzten Tage sich ansieht, das waren Handgranate im Spiel, es war eine Schusswaffe im Spiel, Baseballschläger, eine Steigerung ist da kaum mehr möglich. Also insofern bereitet uns das schon ein bisschen Sorge,
dass die tatsächlich mit zu diesen Mitteln greifen, um ihre Auseinandersetzungen auszutragen. Also es könnte auch durchaus sein, dass es jetzt erst so der Auftakt war? Das könnte durchaus sein. Wir hoffen es zwar nicht, aber wir müssen da mit allem rechnen. Und wie gesagt, wir haben ja in den letzten beiden Tagen mit großem Polizeiaufgebot versucht, auch den Rockern Banden zu zeigen. Die Polizei im Saarland lässt sich so einfach nicht unterkriegen. Wir versuchen, dass die Kollegen, die wie gesagt in großer Anzahl bei den Einsätzen beteiligt waren, auch weiterhin am Ball zu halten, damit wir wirklich immer frühzeitig erkennen, ob der Krieg tatsächlich wieder fortgeführt wird. Hoffen wir mal das Beste. Hans-Peter Pauli vom Landespolizeipräsidium, vielen Dank für Ihren Besuch im Studio. Gerne.